Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe. So, wir machen uns gerade fertig. Es geht auf zum Ralf. Michaela fährt heute mit ihm wieder auf ein Bayern-Spiel. Und vorher geht es noch kurz zum Grill. Eingepackt habe ich alles ins Motorrad. Und machen wir uns auf den Weg. Dreams. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape in a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe. Vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein in Gegner. So, Grillen beendet. Die anderen sind bereits unterwegs nach München und ich habe mir gedacht, ich schaue nach Hause. Kira ist jetzt ein bisschen im Garten und die Gegensprechanlage für die Helme ist gekommen. Ich habe den Schubert C2 Helm ja neulich relativ günstig erstanden, damit er ein bisschen besser zum Motorrad passt. Habe ich noch so ein Pegaso Dekor aufgeklebt. Das hat wunderbar funktioniert und sieht doch fast so aus, als ob es dahin gehört. Nur fast. Ja, in meinem schwarzen Helm habe ich ja bereits die Sena drin. Das hier ist ein günstiger Hersteller, irgendein chinesischer Hersteller. Suaoki heißt er. Und das Tolle ist, da sind gleich zwei Gegensprechanlagen, also für zwei Helme. Und da kann ich eins bei meiner Frau einbauen. Und einen werde ich in den Schubert einbauen. Angeblich haben die zusätzlich auch noch FM-Radio. Ich weiß es nicht, bin schon ganz gespannt. Schauen wir mal. So, Einbau ist fertig. Jetzt mache ich mich mit der Pegaso auf den Weg. Den zweiten kann ich erst einbauen, wenn die Michaela ihren neuen Helm hat. Wenn ich es jetzt in den alten Helm einbaue, dann sind die ganzen Klebepads im Eimer. Das heißt, das macht jetzt keinen Sinn, vor allem, weil dauert wirklich nicht mehr lange, bis wir einen neuen Helm für die Michaela kaufen. Und also ich schätze mal in die nächsten ein, zwei Wochen. Aber in meinem ist es jetzt drin und jetzt mache ich gleich mal eine Probefahrt und schaue, ob das mit dem Radio funktioniert. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wäre aber ganz cool, weil ich nämlich ganz ehrlich relativ oft mal das Handy beim Motorradfahren nicht dabei habe oder nicht in der Tasche habe. Und da wäre so ein kleiner Radioempfänger ja eine tolle Sache. Hat dieses Billo-Teil aus China, interessanterweise. Es ist nur die Frage, wie gut funktioniert. So, ich steige aufs Moped. Ich habe am Schubert-Helm momentan noch kein GoPro-Mount dran. Das heißt, Motovloggen gibt's gerade mal noch nicht. Aber ich mache unterwegs eine kleine Pause, nehme den Osmo mit und dann gebe ich vielleicht noch ein kurzes Statement ab. Wäre cool, weil wie gesagt, so standardmäßig kosten solche Helm-Intercom-Teile ganze 200 bis 350 Euro pro Stück. Das ist mir mit Riesenabstand zu viel. Deswegen hatte ich im alten Helm auch das Sena-Intercom. Das ist allerdings nicht geeignet für zwei Personen, die auf zwei verschiedenen Motorrädern fahren. Und das war aber auch schon sportlich teuer. Hat damals 90 Euro gekostet. Das bleibt auch in dem schwarzen Helm. Und jetzt für dieses Dual-Fahren, also wenn Michaela und ich auf zwei verschiedenen Motorrädern fahren und wir uns gleichzeitig unterhalten wollen, habe ich eben die Dinger gekauft. Wie gesagt, Suaoki Rider-to-Rider-Intercom. Kosten beide inklusive zwei verschiedenen Headset-Varianten. Also einmal mit Schwanenhals für aufklappbare Helme und bei Integralhelmen gibt es noch so ein festes Pad zum Verlegen mit Mikrofon. Und die kosten beide zusammen 90 Euro. Also 45 Euro pro Stück. Ist ein kompetitiver Preis, würde ich mal sagen. Die Frage ist nur, hält's, was es verspricht. Die Bewertungen auf Amazon waren extrem gut, also 4 Sterne war das schlechteste. Bin ich gespannt, ob ich das so nachvollziehen kann. Gut, bis gleich.
Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape in a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up, up in a painted cup, I ride in the sky like a firefly. Like a firefly. Also der Helm klappt wahnsinnig toll, bin ich total froh. Habe auch das Telefonieren ausprobiert mit dem Umer zusammen, also bis Geschwindigkeiten von 140 km/h absolut überhaupt kein Problem. Er sagt sogar, er hört das Motorrad gar nicht. Den Effekt hatten wir bei dem letzten Helm-Intercom auch, das Sena, was ungefähr 90 Euro kostet. Aber gut, ist halt auch eine tolle Marke für sowas, also die Marke eigentlich schlechthin für Intercoms. Bei diesen Billigteilen war ich da jetzt nicht sicher, habe das Ganze ein bisschen kritisch gesehen, aber funktioniert absolut tadellos. Jetzt schnappe ich mir die Drohne, ich bin gerade, es ist jetzt schon Tag später, aber ich gestern Abend ist die Sonne untergegangen, hatte ich keinen Bock mehr, den Vlog fertig zu machen. Ich schnappe mir jetzt noch schnell die Drohne und marschiere hier am Inn vorbei. Hier unten in Jettenbach darf ich zwar nicht direkt am Übergang filmen, weil hier Strom produziert wird, aber die DFS-App hat mir gesagt, da vorne darf ich aufsteigen. Das heißt, ich marschiere ein paar Meter davor und dann machen wir noch eine kleine Drohnenaufnahme. Ich freue mich. Ich hoffe, dass trotz bewölktem Himmel einigermaßen cool aussieht. My love, my love, my love.